Weiter geht's heute bei der FIFA und wir gucken gerade in den Nachrichten noch schnell. Ja, mal schauen, wir haben das Dings, ne? Spielerchat immer noch. Die Nachrichten sind jetzt unwichtig eigentlich gewesen. Ja, mach's doch gut. Ist okay. Hängt auf. Ich bin stolz auf dich. Das machst du top. Du bist auch so der Stammspieler und machst deine Tore. Why not? So, ich habe es angekündigt, dass ich vielleicht versuche durchzuziehen. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo eine Möglichkeit habe, einen Ersatzstürmer zu verpflichten, weil, wie gesagt, das ist mir natürlich jetzt alles ein bisschen kritisch. Ich würde gerne einen Stürmer verpflichten, ausleihen mit 100%iger. Ich will ja einfach kein Geld gerade haben. Oder haben wir Geld momentan, bis es aussieht? Wir haben 13 Dollar. Na toll, super. Wochenbudget haben wir gar nichts. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie eine Möglichkeit habe, den Stürmer mit zu leihen. Gucken wir mal in der dritten Liga, weil ich brauche unbedingt einen Spieler. Ich brauche da vorne was. Sonst wird es eng werden. So, was haben wir denn hier? Ist mir scheißegal gerade von wem. Angreifer. Das wäre gerade herzlich egal, weil ich brauche definitiv einen. Vertrag läuft in 8 Monaten aus. Ich will das mal leihen. Ja, also, der ist. Ich kann leider keine Spieler verpflichten, dass die gerade im Verein sind. Das ist es halt. Mokoko, der wird aber auch nicht, der wird nicht kommen, ne? Ich versuche, ob ich ihn auf 100% kriege. Ab Dortmund sagt, die können wir nehmen, übernehmen die 100%, du kannst den Rest übernehmen. Grundlegende Kondition. Ein Jahr erstmal. Akzeptieren. Okay, kommt was so, weil sind das so. Gegenangebot. Die jetzt echt nur die. Wir haben die Kohle nicht dafür. Lass mich in Ruhe. Gegenangebot. Ja, schade. Okay, das war jetzt ein bisschen bitter, aber ist halt so. Ich brauche dringend einen Stürmer und das ist alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. So, wir gucken, ob da was passiert. Nee, der will nicht ausgeliehen werden. Laie vorschlagen. Der will nicht ausgeliehen werden. Laie vorschlagen. Ach, der will nicht ausgeben. Warum fragst du das gerade, dass ihr alle nicht kommen wollt? Schade, 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 man nicht. So. Laie vorschlagen. Lass mich doch in Ruhe jetzt gerade. Ich brauche einen Stürmer. Das ist das Bittere gerade. Das tut mir gerade extrem weh. Laie vorschlagen. Ich will Spieler. Aber es gibt keiner geben, der gerade komplett übernimmt, ne? Ich glaube, es wird keiner übernehmen, der gerade. Der. Braunschweig vielleicht. Angriff. Der hat auch nur 2 Stürmer. Ich werde natürlich nicht keiner abgeben davon. Definitiv keine abgeben. Ach, das ist doch eine Ruhe jetzt gerade, Alter. Lehnt doch nicht alles ab. Ja, ich will aber gerade keine Spiele ausleihen. Ich brauche einen Stürmer, meine Leute, liebe Leute. Ah, muss mal gucken, was wir in der Winterpause machen. Das ist jetzt sonst wohl langwierig, wenn da die ganze dritte Bundesliga durch Stürmer sich zoomen. Gut, gehen wir rein erstmal ins Match, okay? Ansonsten müssen wir umarbeiten, den Stürmer umrüsten, wenn es nicht anders geht. Weil ich habe nur Novoa halt auf dem Kader. Oh, jetzt geht's gegen Pauli und dann geht's auswärts nach Hamburg. Also jetzt 2 Hamburger Spiele werden. Also erstmal St. Pauli und dann geht's nach gegen Rostock. Also wir bleiben im Norden, mehr oder weniger jetzt durchweg. Okay. Na gut, Morgalla ist wieder drin.
Hat's durchaus gut gemacht. Ich probiere mal was aus. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen riskant sein wird, aber wenn ich den Schumacher vor den Sturm stelle, einfach mal, dann hätte ich vielleicht eine Alternative vorne drin, oder nicht? Ah, Tanagi raus. Kirsch raus. Rein. Und Andresen mal statt Lippert auf der, in die Startelf. Mal gucken, was wir heute kriegen. Du hast nicht genug verfügbar. Du gehst mit deiner Unfall. Halt, was? Was? Wo habe ich jetzt. Ach so, ich habe Meier noch nicht rausgenommen. Okay, dann müssen wir Ferreira doch rein. Das ist okay, dann war jetzt alles geplant. Okay, das habe ich mal sehen erst. Los geht's. Das habe ich aber auch noch nicht die Anzeige. Na gut, gehen wir rein ins Match Spieltag Nummer 15. Spieltag Nummer 15. So, auf geht's. Ins Match des Spieltag Nummer 15. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Könnte ein tolles Spiel werden. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Ja, wir müssen, wir wollen, wir müssen hoch, mit hoch, klar. Wir brauchen jetzt den zweiten Sieg. Wir müssen jetzt in Freiburg ein bisschen unter Druck setzen wieder, ne? Das ist es halt einfach. Wir sind jetzt 7 Punkte hinter den Jungs. Deswegen wäre es wichtig, heute das nächste Spiel auch zu gewinnen. Solange Freiburg da oben was heißt, brauchen wir hin, können wir ja gar nicht, können wir gerade gar nichts machen. Gut, der Sieg in Kiel, 4-0. Kann man so machen. Davor die Niederlage gegen 60 war halt das Bittere. Die Niederlage in Freiburg war bitter. Die hätte maximal einen Punkt verdient gehabt. Das finde ich sogar mehr. Da kriegt er halt in der letzten Sekunde noch einen Handelfmeter gegen dich. Und dann, ja, recht. Bitter. Aber gut, abhaken, weitermachen, gucken, was in der Rückrunde geht. Jetzt gucken wir uns erstmal in die Hinrunde, in die Winterpause retten, irgendwie. Und das ist erstmal das Wichtigste. So, die Jungs, die schwören sich gerade ein und sagen, hey Leute, heute Asche auf Reisen, gewinnen. Und genau das wollen wir ja auch tun. Na dann, kleines Match, Spieltag Nummer 15. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Hingestellt. Aber ja, das war gut ab. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft doch, weiter doch, mit doch, dem Ball. Doch, doch, der wird abspielen. Ganz starker oh, Kopfball, aber eben Klasse gehabt. Ja, der hätte gepasst. Truppe. Gute Aktion von beiden. Ja, Bayreuth. Weiß das für uns wär's gewesen. Ist aber nicht schlimm. Wir können jetzt die Flanke. Stoßen. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen Schumacher, müssen. Der hat heute sehe ich ganz genauso. War natürlich eine Riesenchance. Der vorne drin steht. Aber auch nur um mal auszubilden, wir sind ja eigentlich als Stürmer vorne drin, damit wir vielleicht irgendwann mal eine Alternative haben. Die Gastgeber waren über die bisherige Saison ja, das Team mit der besten Offensive. Was haben wir von denen nicht schon alles für Tore erlebt? Das war schon klasse. Dieses Durchsetzungsvermögen, dieser Drang zum Tor. Und ich glaube, das wird auch heute hier in diesem Heimspiel nicht anders aussehen. Hier stehen die Zeichen auf Erfolg. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Oh, das könnte. Eieiei, ich würde nicht jetzt irgendwelche Scheiße da hinten da fabrizieren, das macht Pass er doch kommt gerne. Nicht an. Könnte was Otto, werden. Erste Chance, dann Pauli. Gibt Ecke. Ecke kommt. Der kommt mal richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Die nächste gehalten. Direkt hinterher. Wieder ein Eckball. Sie spielen erstmal raus. Ja. Sieht gut aus.
Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. So, auf geht's mit Patzek. Ecke wird kurz ausgeführt. Ecke für der Pauli. Da ist die Flanke ins Zentrum. Oh also, da sagt jeder Keeper, danke, kein allzu gefährlicher Ball. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen entlassen. Ein Sieg im Mal. Letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen. Ne? Genau. Nicht also, nur der Trainer hat das 4:0 begeistert. Und ich könnte mir vorstellen, dass... Aber das ist jetzt die Chance. Das war ein bisschen da passt der Torhüter auf. Amiru. Eggestein. Jetzt sind sie am Ball. Der verliert auch den Ball, ja, Eggestein. Und der. Ja, okay. Die Mitspieler wollen ihm helfen. St. Pauli nimmt aber den Kampf gerade an, so ein bisschen. Darfstadt. Da kommt die Hereingabe. Abgefangen, gut gemacht. Schön diesen Pass abgefangen. Und er geht an ihm vorbei. Und den Ball hält er problemlos. Also wir sind gerade so ein bisschen unter Bezug von Pauli. Schumacher. Ja. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Die Riesenchance. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ecke. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Gerne. So, Ecke kommt. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Latteier. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Ja, ich kann den Frust verstehen, wenn du als eigentlich stärkeres Team dann doch nur dem Remis entgegengehst. Das ist bitter, aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie haben kaum klare Chancen. Das ist alles halbherzig. Jetzt der Schuss! Oh, dieser klasse Chance, aber das war Pauli. Doch zu schwach. Ja, da müssen sie mehr machen hier gerade so extrem. Bayreuth hängt komplett drin hinten. Ecke kommt in den 16er. Wirklich, können wirklich gerade nichts machen. Ecke, da wäre Platz für den Konter. Vielleicht einen Konter zu setzen. Den kommt da, am ersten vorbei kommt da. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Nee, da waren sie einfach zu langsam. Ja, war zu langsam, eigentlich ja. Eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zur Stelle. Dieser Ball auch richtig. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Ja, das war schlecht gespielt. Das wäre, hätte man. St. Pauli kann es über außen versuchen. Erster Ballverlust. Jetzt muss die gelbe Karte kommen. Und die keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Sterne. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene, das geht, wie ich finde, in Ordnung. Die gelbe Karte ist in Ordnung, das war taktisch. Freistoß wird ausgeführt. Da kann er erst mal klären. Ach, Mann. Eggestein. Das ist die Chance. Gehalten, stark gemacht. Wir müssen den Laufpass auf jeden Fall Rückstand geraten, hier, Pauli. Die Ecke kommt. Verlust. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ich wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang ist alles offen. Es steht unentschieden. Die Gastgeber müssen noch was tun. Das Spiel beginnt. So, 60, 1-0 vorne. Jetzt weiter in der zweiten Halbzeit. Jetzt mit der ganzen Menge. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Er auf der Bank schmort. Ja, doch nicht. Vielleicht jetzt zockt er sich. Ich werde aber jetzt gleich wahrscheinlich gleich bringen. Sterne wahrscheinlich weiß nicht. Aber jetzt gucken, was er kann. Der kann gar nicht. Sterne kommt nicht rein. Ja, und es wird den Wechsel geben jetzt gleich. Schiri, wir wechseln durch. Das bringt nichts anderes jetzt gerade. Ich muss einen Stürmer vorne drin haben. Oder das ist ein Experiment gewesen, was gerade so ein bisschen schief gegangen ist. Es ist jetzt nur taktisch. So. Gut, probieren wir es aus. Es geht jetzt nicht anders. Es wird jetzt, wie gesagt, den gleich den ersten Wechsel geben. Bevor rein. Stürmer, gelb, Tommelasse wird raus. Schumacher auf links raus. Und sehr gutes Tackling, das war wichtig. Draußen. Aber nochmal, wir sind eine ziemlich junge Truppe. Und vielleicht. Schumacher! Weiter gefährlich nach dieser Parade. Mal eine gute Idee. Das war ein Ding, Andresen. Vielleicht kommt der durch. Ja, kommt da. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Sterner! Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher.
Ja, es ist noch keine Unterbrechung, es ist noch kein Wechsel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Kommt rein. Und weiter geht's für Pauli. Wer hier das, wenn Pauli hier trifft, ist das Ding. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, ja, aber, zermürbend und für aus, den Gegner. Und damit gibt's gleich Bitte. Wird hier ausgewechselt. Und da geht's anders jetzt. Muss jetzt ein bisschen was machen. Nächster Ball. Gucken wir mal. Vielleicht jetzt mal. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Und er behält hier die Übersicht und macht das Tor. 48, wenn der Stürmer nach vorne drin ist, der neue. Wenn da vorne mal einer drin ist, mit ein bisschen Laufweg. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs so, noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive ja, nichts gestimmt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt geht's ein bisschen runter und drüber. Den fangen sie ab. Pauli. Im Mittelfeld ein bisschen viel los. Nächster Ball verlust da vorne drin und nochmal links mit Pedro. Den hat er förmlich geahnt. Ja, jetzt wieder mal. Schönes Zuspiel. Jawohl. Gefährliche Szene. Drehen sie ab. Sie erhöhen ihre Führung also auf 2 Tore. Es floppt gerade. 2-0 Pedro. Schau noch mal auf das Tor, nimmt die kurze Ecke und da rechnet nicht jeder mit. Drin ist der Ball. Aber das ist clever gemacht. Das ist ein schönes Tor. Schön unter das Dach. Keine Chance für den Keeper. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Also Aufgabe auf jeden Fall. Da fangen sie den Pass ab. Ah, schon wieder Ballverlust da vorne. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. So, Vorteil, Spieler weiter. Kein, ja, was? Und das ist auch gut. Das könnte gerne noch gehen. Das könnte wahrscheinlich immer noch Geld hinterhergehen. Ball wird abgeblockt. Er passt gut auf und hat den Ball. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine ja, leichte Nummer. Also Fakt ist auf jeden Fall, jetzt er hat bekommt auf jeden Fall die Unterstützung. Gelohnt, den Ball in die Schimmer reinzustellen. Er hat auf der linken Seite ist das gemacht. Der Anschlusstreffer? Also der ist drin. Drin! Und jetzt kann es hier nochmal spannend werden. Eggestein, glaube ich, war es. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. 84 drin. 2-1, hier ist noch alles drin. Der Ball ist draußen, da haben sie ihn gut gestört. Ja, das Saisontor ausgerichtet gegen uns, ja. So, das könnte vielleicht werden. Die Riesenchance. 3-0, Hugo Nummer. Ende, wahrscheinlich. Die drei Punkte gehen danach und dann direkt auf den Pauli an. Für direkt. Auf 3-1 nachgelegt. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten und genau das tut er. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. So, viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Und er gewinnt den Zweikampf. So, ich muss auch mal da. Wieder mal vorne mit. Schade, ich dachte, ich gehe da hin.
Das war's für heute. Das Spiel ist zu Ende und Sie dürfen sich hier über diesen Sieg freuen. Ja, wieder mal sind Sie nicht aufzuhalten. Sie machen Ihre Tore, wie wir das von Ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Man merkt, dass ich auf den nicht verzichten kann, da vorne drin. Das ist es halt einfach. Ich bin da vorne mal, aber wenn die da vorne raus noch aus, langfristig ausfällt, dann haben wir ein Riesenproblem. Definitiv. Fakt ist, wir haben es geholt. 3 Punkte gehören auf unser Konto. Und wir bleiben dran an dem SC Freiburg. Und Pauli hat eigentlich gut gemacht. Hat seine Chancen gehabt. Haben sie nicht genutzt. Sie haben die eine genutzt zum Anschluss. Ja, aber wir haben dann direkt im Nachzug den Gegentreffer kassiert. Ja. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. So. Das heißt, die Chance war geringer. Wir sind gerade betankt. Du wusstest, dass es schwer wird. Ja, war auch schwer. So, Aufgabe jedenfalls ist das gemacht. Wir konzentrieren uns einfach aufs nächste Spiel. So. Wir haben einfach unser Spiel gemacht. Wir haben das Ding durchgezogen. Ende. Danke für dieses Gespräch. So, weil wahrscheinlich der nächste Gegner jetzt mit. Gut. Wir sehen uns wieder. Ah ja, nee, genau. HSV und dann Rostock. Okay, wir sehen uns mal wieder in der nächsten Folge. Dann geht es im Pokal in der dritten Runde zum HSV.